Angenommen, die Bauerngewerkschaft findet heraus, dass es vielerlei unterschiedliche Varianten von Bauern gibt. Etwa solche, die Tiere züchten und andere, die Pflanzen anbauen. Und dann gibt es unter den Tierzüchtern solche, die alles Mögliche züchten und andere, die sich auf Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner oder Schnecken konzentrieren. Und bei den Pflanzenbauern solche, die Weizen anbauen, andere, die sich mit Mais beschäftigen und wieder andere mit Weintrauben. Und nun beschließt die Gewerkschaft, Druck zu machen, dass jede dieser Identitäten anerkannt werden muss. Mit einem speziellen, neu erfundenen Wort für jede Bauernvariante und passenden Pronomen, staatlich durchgesetzt und mit saftigen Strafen, wenn man das nicht richtig macht. Denn die falsche Verwendung von Worten ist natürlich agrikolaphob und fürchterbar und diskriminierend und macht einen zum Schwerverbrecherin. Oder könnte man sagen, es ist völlig egal, was ein Bauer züchtet oder anpflanzt, solange er niemand am Körper oder Eigentum verletzt? Wie immer gilt, was man für wichtig hält, kann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man sich für alles mögliche Fantasienamen überlegen will, auch gut. Aber wenn man in einer Angelegenheit den Staat einschaltet, dann bedeutet das, es wird Gewalt eingesetzt und spätestens dann hat man eine Grenze überschritten. Ab da ist Gegenrede und Widerstand legitim. Danke für deine Zeit.